Hallo und willkommen zurück zu Bridge Constructor Portal. Wir spielen weiter. Sind in Kammer 19 jetzt angekommen. Energiekapsel. Kammer 19, Energiekapsel. Dann wollen wir mal. This test chamber includes apparatus that will launch Aperture Science High Energy Pellets. As part of a required test protocol, we must inform you that the Aperture Science High Energy Pellets may cause mechanical failures to the test vehicles, such as complete vaporization. Due to the durability specifications of roadway convertible planks, the high energy pellet will rebound from their surface. Aha, irgendwelche Planken. Sie aber jetzt nicht so, weil die bauen könnten oder so. Some testing apparatus can be activated when an energy pellet enters its connected energy pellet catcher. Ja, okay, wie beim richtigen Portal, also bei dem First-Person-Dingen. Im Testmodus kannst du nicht nur die Stabilität einer Brücke, sondern auch den Weg von Würfeln in Energiekapseln testen. Aha. Ach so, und wir können quasi wahrscheinlich einfach mit so einem Ding das reflektieren. Oder? Na, haben sie gerade so gebaut, ist es nicht. Moment. Ja. Ups. Okay, und dann müssen wir nur noch den da oben rüberbringen, was ja kein Problem sein sollte. Denke ich. Müssen wir alles daran aufhängen? Mal gucken. Es könnte etwas instabil werden. Schauen wir mal. So, und die noch solide machen. Boah. Fast. So. Ich glaube, es wird sogar einfacher werden, wenn die mit dem Konvoi fahren und einer das nach hinten drückt, damit das hochgeht auf der anderen Seite. Naja, aber andererseits kann es sein, dass die Bahnen da reißen. Okay, aber das hier können wir damit noch weiter verstärken. Wahrscheinlich reicht das schon. Jetzt ist da eine größere Spannung drauf. Thank you.
sauber. Ist zwar gerissen, aber... ja, okay. Nächste Kammer. Damit sind wir bei 20 angekommen. Ja, die vorherige war ja jetzt doch schnell erledigt. Energiekapsel versus Geschützturm. Moment, irgendwie habe ich mich hier vertan. Im Aufschreiben. Energiekapsel versus Geschützturm. So. Auf geht's. Wir haben da einen Geschützturm. Das sind beides Ziele. Und da kommen sie her. Da kommen unsere Dinger her. Also kommen da, fliegen dann hoch. Aha. Ja, okay, wir müssen damit also nur die Dinger ausschalten. Schießen die nur einmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Das heißt, wir müssen da nach unten was bauen, was das noch... Das ist aber ja alles ein bisschen doof. Weil wenn wir das jetzt machen, dann schießen sie sich ja nur gegenseitig an. Aber eventuell müssen wir die nicht nach oben umleiten, sondern können die anders reflektieren, dass die dann so weiter nach oben prallen. Das wäre auf jeden Fall, denke ich, vorzuziehen. Ja, gut, das war natürlich so. Ist auch 3 entfernt. Wieso bin ich denn? Die müssten doch genau gleich hier runterkommen. Genau. Kommen sie runtergestürzt. Das ist jetzt halt noch drüber. Ja, und das ist halt komplett instabil. Machen wir so. Wenn wir den jetzt noch nach unten ziehen. Okay, da prallen sie anders ab. Noch eins nach unten. Das ist auf jeden Fall so auch nicht ideal. Wo prallen die da? Wo prallen die da ab? Der Winkel ist schon scheiße. Damit können wir halt wenig anfangen, die da so gerade hochkommen. Das ist 2-2, das geht halt genau daneben. Der müsste eigentlich bis ganz nach unten kommen, oder? Wir machen das so.
Das ist falsch. So. Und dann machen wir die so. Und dann gehen sie halt gerade nach oben. Ach, weil die zu weit unten... Okay. Dann müssen wir das diagonal eins nach rechts oben schieben. Hier noch. So. Aha. Also das ist soweit perfekt eigentlich. Naja, perfekt nicht ganz. Schöner wäre noch, wenn wir das hier tiefer hätten. Und ich glaube, weiter beieinander werden sie nicht, oder? Ich glaube, noch tiefer kann ich das nicht setzen. Doch. Aber da fliegen sie aneinander vorbei. Also das hier muss quasi so. Da darf ich natürlich jetzt auch keine weitere Last mehr dran setzen. So, jetzt müssen wir die umleiten, dass die diese Dinger hier treffen. Das ist etwa hier. Genau, bis nach da. So. Muss ja auch gar nicht wahnsinnig stabil sein. Wupp. Wieso ist denn der jetzt zwischendurch hier runtergeflogen oder hört das irgendwann auf? Oder ich hatte den mit so einem Geschütz getroffen. Ach nee, das ist der andere Typ, der darauf weggeflogen ist. Naja, wie dem auch sei. Der kommt also da. Den müsste man wahrscheinlich auch einfach abprallen lassen. Und dann hier auffangen. Ja, so eine Art. Außer dass das komplett instabil ist, funktioniert das, denke ich. So. Verkabeln wir das Ganze. Geld haben wir ja kein Limit. Reicht aber immer noch nicht. Das funktioniert so nicht. Wir könnten das natürlich auch einfach wieder so machen, dass ich hier das
einfach ausnutze, dass es zum Boden runterfällt und sich dann gar nichts mehr tut. Weil die ist halt an sich ja stabil. Ist ja egal, ob da ein Punkt auf dem Boden ist oder nicht. Okay, das reißt aber trotzdem hier ein. Vielleicht so. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Wahrscheinlich verschlimmert es das Ganze nur. Vielleicht können wir den aber auch... Weiter nach oben können wir nicht. Vielleicht ist die Lösung, hier oben einfach weiterzumachen und das unten das Konstrukt nicht so lang zu halten. Wir sind da um 3 nach rechts gegangen. Dann machen wir das jetzt hier auch. So. Und dann machen wir hier direkt eine Straße hin. Es wird jetzt nach links zusammenklappen. Wie weit geht denn das? Nach da. Das funktioniert so nicht. Aber wir können ja einfach da eins machen. Ja, genau. Mhm. Aber vom Prinzip her... Vom Prinzip her funktioniert also auch nicht. Haben wir hier mit ein bisschen mehr Spielraum? Ja. Vielleicht, dass wir den einfach da nur einmal anstoßen, dass der das, dass er zwar sein Gewicht nicht da drauf legt, aber einmal ein Stückchen weiter purzelt. Wir könnten aber auch gucken, dass wir ihn komplett abfangen da oben. Dann könnte es aber bei einem Konvoi zu Problemen kommen. Gucken wir mal, ob das geht. Also, dann müssen wir halt das minimal nach unten nehmen. Das könnte dann ein Problem werden, wenn der Konvoi kommt, aber das schauen wir uns dann später an. Jetzt machen wir erst noch das hier. Das sollte mit dem unten möglichst nicht in Kontakt kommen, damit die Balance da nicht gestört wird. Wir haben hier allerdings auch nicht so wahnsinnig viel Spielraum. Wir müssen den hier dann entsprechend hochsetzen. Machen wir das mal so. Naja, wenn da jetzt der nächste dann drauf fällt, dann ist wahrscheinlich vorbei. Das hier ist top, die rechte Seite. Konvoi. Oha. Das hier hat erstaunlicherweise gehalten.
Das hier unten muss überarbeitet werden. Oder aber, na doch, machen wir erstmal so. Das hier könnten wir auch eigentlich ausnutzen. Das hier sollte ja auch super stabil sein. Ja, das hier ist halt super kritisch, Leute. Das hier hält, da brauche ich mir keine Sorgen machen, aber das hier ist halt ein bisschen übel. Ja, und die Seite ist dann auch zu weit. Einspinnen. Ups. Ah, dieser Scheiß auf der linken Seite hält nicht. Tja, wenn ich die hier weiter katapultieren könnte. Vielleicht ist das aber auch der. Der Trick an der Sache. Indem man. Ich meine, umso weiter die nach oben fallen, umso langsamer werden die ja. Wenn ich also. Den direkt, hier hat er ja den, wenn er rauskommt, den größten Schwung. Wenn ich also das da sofort abernten würde. Also sagen wir mal so, dann würde ich die ja, den ja glatt nach links kicken. Fliegen da raus. Wieso denn? Was denn? So ist es beispielsweise gar nicht so schlecht. Jetzt auch nicht gut, aber. Mal hier den Winkel noch verbessern. Das jetzt doch wieder verkleinern. Genau. Thank you.
kommen etwas rechts von diesem... von dem da. Jetzt ist es schlechter geworden. Also ein bisschen Gumm von dem. Wir fliegen genau über diesen Punkt drüber. Jetzt ist er weiter links. Ich glaube, jetzt ist er noch weiter links, weil der Schwung aufgehalten wird. Ja. Da können sie sich jetzt zu stark drehen. Das wirkt den direkt ab. Was würde denn passieren, wenn ich den hier verhältnismäßig gerade abfange? Also so. Würden die wahrscheinlich nur gegenklatschen. Ja. Dann natürlich einfach wieder runterfallen. Das macht wenig Sinn. Weil die da keinen Schwung bekommen. Ich muss gucken. Na, da fallen sie jetzt eins weiter links runter. Ich müsste das eigentlich schon möglichst weit unten anfangen. Das ist zum Beispiel sehr gut. Geht das noch weiter? Gut. Jetzt müsste ich gucken, dass ich den eingefangen oder die eingefangen bekomme. Und das wird aber hier auch noch ein bisschen hart. Es sei denn, ich nutze das ja halt wieder aus, aber. Da ist halt überhaupt keine Stütze hinter. Das ist an sich komplett sinnlos. Es sei denn, die können wir da nicht zwischenziehen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wir bräuchten da noch ein Stück Straße. Das ist aber super empfindlich. Was war das erste Stück, das gerissen ist? Diese Verbindung hier. Die können wir aber ja verstärken, indem wir das dazu bauen. Okay, diesmal hat die gehalten. Vielleicht, dass wir die sogar noch hochziehen.
Ah, der letzte. Wie viel brauchen die von dem? Eventuell kann ich den noch verkleinern. Ja, den kann man verkleinern. So. Yes. Oh. Da rechts ist einer. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier die Option, das entweder links zu fixen. Ne, dann muss ich auf jeden Fall rechts fixen, weil der bricht bei dem Einzelnen durch. Das ist aber kein Problem. Da müssen wir einfach... einfach, ja... eventuell reicht das schon. Yes! Ah, haben zwar gut Ruinen hinterlassen, aber passt. Wunderbar. Okay. Dann kommt jetzt Kammer 21. Oh. Gratulation, als Ex-Azubi, nun Chefaufseher-Lehrling, hast du ab sofort Anspruch auf Nahrung und künstliches Sonnenlicht. Danke, außerdem bist du soeben in das weiterführende Testprogramm eingeschrieben worden. Achso, 60 sind das insgesamt. Hin und her. Aha. So. Ja, das scheint ziemlich klar einfach nur hin und her zu gehen. Und ich sehe jetzt aber auch nichts Kompliziertes da dran. Oder wieso das schwer sein soll. Ja, okay, die Schwierigkeit besteht darin, das sicher zu machen, die obere Linie. Aber wenn wir da einfach einen soliden Block hinzimmern und den überall verbinden, wo es möglich ist. Also die fahren jetzt extrem stabil dadurch da rein. Da können wir aber schon nicht mehr... Ja, also wenn der da drauf stürzt, ist da schon ordentlich Gewicht drauf. Nicht Gewicht, Kraft drauf. Wenn wir da also jetzt noch eine Ebene draufbauen würden, dann würde die zweite Fuhre von Leuten das wahrscheinlich platt machen. Eventuell macht es mehr Sinn, das hier als halbe Hängebrücke zu handeln. Da würden sie schon fast drüber springen. Das könnte so funktionieren. Das funktioniert natürlich an sich jetzt so noch nicht.
Wenn wir das aber jetzt auch noch nach oben holen. Was hier aber nicht geht. Zumindest nicht so gut. Gucken wir mal, ob das hier erstmal so weit hält. Nö. Ja, aber an sich so schon mal gut. Und ja, den darüber zu bekommen, sollte ja kein Ding sein. Da machen wir jetzt auch so ein bisschen Hängebrücke. Mit den damit anbinden und damit noch. Eventuell, na, das reicht wahrscheinlich noch nicht vom Schwung, aber... Ja. Den können wir auch nicht extenden. Und ich vermute, dass der jetzt zu viel Gewicht für den unten bedeutet. Na, super. Das sind aber jetzt 10 Konvoi. Was sind das für coole Sounds dazwischen? Ja, sauber. Ja, das ging ja mal glatt durch hier. Hervorragend. Aha. War mal. 22. Extra Runde. So, was müssen wir hier machen? Also die müssen da rein. Ah, okay. Also die müssen da reinfliegen, dann da rauskommen, schaffen es beim ersten Mal aber nicht, müssen hier Speed holen, um dann nochmal da reinzukommen, um dann beim nächsten Mal da drüber zu fliegen. Boah, okay. Nutzen wir mal das hier unten aus, dass wir hier einen soliden Boden haben. So. Damit kommen sie jetzt erstmal da rein, fliegen dann und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Naja, das ist reines Austesten an der Stelle. Das hier ist auf jeden Fall wichtig, damit man hier eine stabile Grundlage hat. Der Hubbel hier ist kontraproduktiv. Das müsste da glatt durchgehen. Konvoi. So. Na,
Naja, dabei jetzt alle durchzubekommen, da weiß ich nicht so recht, wie das funktionieren soll. Machen wir den, das ändert ja nichts daran. Da ist die Strebe zu. Aber wir könnten. Machen wir die halt weg. Das war daneben. So. Aber der erste, der hat es schon nicht geschafft da oben. Wieso nicht? Er ist, glaube ich, schon auf irgendwen gestoßen. Könnten die Straße von dem verlängern, aber ich glaube nicht, dass das was nutzt. Ups. Das haben wir jedenfalls ziemliches Chaos. Vielleicht muss man das hier aber auch einfach ignorieren mit dieser doppelten Runde und versuchen, die da hochzubekommen, indem man da eine leichte Kurve drauf baut. Das wäre aber schon hart. Damit müssten wir das hier natürlich ganz anders machen. Man müsste hier so anfangen. Dann so irgendwie. Ach, da dürfen wir ja gar nicht durchbauen. Ich glaube, das kann nicht klappen. Naja, das kann ja hier so oder so nicht gehen. Ja, und da stapelt sich das Gemüse. Der kommt schon nicht mehr durch das Portal durch. Naja, es ist eigentlich schon ziemlich ideal gewesen ohne diesen Murks.
Box hier. Weil die da schon ziemlich passend runterkommen. Vielleicht haben die ein bisschen zu viel Speed drauf, dass sie davon mehr nehmen sollten. Genau. Aber hier links kann man ja auch... Wie kriegen wir das hin? Problematisch ist halt, dass sie sich gegenseitig in die Quere kommen. Ansonsten... So, der hier... Der kriegt da nicht genug Schwung. Aber wenn die das erste Mal hier runterkommen, wo landen die da genau? Na, es ist eigentlich schon ziemlich glatt dort. Das hier ist halt perfekt für die. Der kommt rüber. Ja, aber sobald die sich gegenseitig treffen, habe ich ein Problem. Das kann man halt jetzt hier noch solider machen, aber der landet direkt auf dem Dach vom anderen. Ja, wenn man da noch irgendwie was manipulieren könnte. Oder die erstmal arbeiten lassen könnte. Ja, vielleicht wäre das noch eine Idee, dass man die am Anfang verlangsamt. Aber der zeitliche Unterschied bleibt ja zwischen denen gleich. Deshalb, das macht nicht wahnsinnig viel Unterschied. Naja, aber man müsste schon das timen, wann die einen auf ein Dach bekommen. Und eventuell würde sowas, dass die hier verlangsamt werden, schon ausreichen. Jetzt sind die da aber so langsam, dass die da schon nicht mehr hochkommen. Aber das ist halt wirklich reines Feinjustieren an der Stelle. Das macht wenig Sinn. Das sieht zwar jetzt auch dumm aus. Aber wenn die da einmal ordentlich zu arbeiten haben. Das war zu viel. Schaffen sie nicht. Da können sie sich wieder kurieren und dann können sie Schwung sammeln.
Fits. Ne? Ah! Aber das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Aber das ist halt reines... Reines Tweaken. Der eine hat den sogar noch drüber gezogen. Vielleicht klappt es sogar noch, wenn den einer minimal anstößt. Ah ne, das ist jetzt eingebrochen. Scheiße. Ja, aber das jetzt... Das ist halt kompletter Zufall, was ich hier mache. Also... Und eigentlich... Es könnte sogar sein, dass das jetzt bei einem erneuten Durchlaufen funktioniert. Kommt drauf an, was das für eine Zufallskomponente hat. Wie die Physik genau funktioniert. Ob die sich immer gleich berechnet. Gleich. Ja, das ist jetzt meine Änderung. Es kann sein, dass es dadurch schon funktioniert. Er hat jetzt hier minimal mehr Schwung drauf. Naja, dafür ist der jetzt, dadurch, dass der einen auf dem Dach bekommen hat, ausgeschieden. Der geht nicht weiter. Ja. Ist das eine Ebene? Ich glaube, das ist theoretisch gleich der Winkel. Das hatte ich eben schon mal. Das sieht gut aus. Solange die alle hier drüber kommen, passt's noch. Ah, Mist, der eine hat sich da oben wieder festgesetzt. Und der ist da auch fest, wie vorher auch. Ja, weil die halt da auf dem Dach landen. Probieren wir das nochmal. Gegenseitig an. Wow. Ah, der eine ist zu langsam geworden. Oh, schön angestoßen worden. Unten ist das durchgebrochen. Okay, aber das kriegen wir ja noch gestützt. Das soll kein Problem sein. Wieso geht das nicht? Reise. Hm.
Na gut. Wuff. Er hat zu viel Schwung. Oh, und da ist was gerissen. Einfach noch mehr Metall dahin. Wuff, wuff. Da ist jetzt das Ding durchgerissen. Da kann ich allerdings verhältnismäßig wenig machen. Ich könnte natürlich das so stützen. Aber dann könnte das da unten durchreißen. Ist durch. Bisher sehr sauber. Yes, niemand bei irgendwem aufs Dach geflogen. Perfekt. Wow. Okay, aber das waren halt alles nur minimale Justierungen, die auch genauso gut hätten das backfeuern können. Das war jetzt nicht wirklich planbar, sage ich mal. Ja, das war die Extra-Runde. Dann schauen wir beim nächsten Mal mit der Kammer 23 weiter. Machen wir jetzt erstmal Feierabend. Also denn, bis zum nächsten Mal.